Sind wir live? Okay. Hallo, liebe Grüße. Ich bin hier gerade im Werk, wo die Premium Edition von Irish Heart Live gerade fertig geworden ist. Was noch fehlt, da kommen noch die CD, DVD und Blu-ray rein. Aber ich sehe das jetzt zum allerersten Mal. So sieht dann die Premium Edition aus. Das ist eine Fotobuch-Edition sozusagen. Und davon gibt es nur 3000 Stück. Jetzt werde ich mir das zum ersten Mal anschauen und aufmachen und dann nehme ich euch hier da mit. Ich bin sehr gespannt. Okay, also. So sieht's vorne aus. So sieht's hinten aus. Und dann machen wir mal jetzt auf. Also, da kommt dann die CD rein. Die Live-CD. Und dann auf der Rückseite kommt die DVD und Blu-ray, damit beide Varianten da sind, je nachdem, was für ein Gerät man hat. Dann das Schöne an diese Bilder von der DVD-Aufzeichnung ist, dass die halt gerade in diesem breiten Format unglaublich schön zur Geltung kommen und dann konnten wir das auch dann richtig schön machen. So, ich mache das jetzt schnell, aber eigentlich muss man sich das in Ruhe mal anschauen. Ich werde eine klauen und mitnehmen, weil ich fliege heute nach Hause endlich. Und das ist jetzt meine letzte Aktion hier in Deutschland. Oder beziehungsweise ich bin gerade über die Grenze in Tschechien. Genau. Und deswegen, ich nehme mir eine mit, auch ohne CD und DVD. Aber Hauptsache, ich kann mir das in Ruhe. So, ganz schnell, schnell, schnell. Wollen nicht zu viel verraten. Ach, die Musiker sind natürlich auch gut zu sehen. Ja, von dieser Fotobuch-Edition, die heißt offiziell draußen Premium-Edition, ist manchmal verwirrend, weil es nicht immer irgendwie in Beschreibung drin steht, dass es ein Buch ist. Aber das ist die. Das Link ist hier auch drin. Ja, diese gibt es 3000 Stück dann. Es gibt ja die CD, die DVD, CD mit DVD zusammen, je nachdem welche Variante man möchte. Aber genau, diese Fotobuch-Edition mit allem, die gibt es 3000 Stück. Und davon werde ich 500, diese Kisten hier, 500 Stück werde ich jetzt unterschreiben. Deswegen bin ich hier. Und diese 500 werden über Mediamarkt bestellbar sein. Und da ist der Link hier in der Story oder in diesem Post schon drin. Also, wer eine unterschrieben haben möchte, da Mediamarkt hinterhergehen. Genau. Ja, also das Buch geht weiter und weiter und weiter und weiter. Ich muss jetzt anfangen zu unterschreiben. Deswegen Backstage-Fotos. Das sieht schick aus. Ich glaube, Kira freut sich sehr über das Foto. Alle Texte sind natürlich auch drin. Also es fehlt dann nichts. Es ist nicht so, dass man dann einen normalen CD-Booklet braucht, damit man auch die Texte hat. Hier sind alle Texte auch mit drin. Und hier ist einfach sozusagen alles. Die Credits. Hier ist die ganze Crew und Band und Kameraleute. Und das war echt mega, die Aufzeichnung. Und ist wirklich, wirklich schön geworden. Ich bin sehr, sehr happy. Es war viel Arbeit für so eine kleine Auflage. Aber ja, von den 3000 Stück werde ich versuchen, 50 selber zu bekommen. Und wenn ich die kaufen muss, notfalls, weil ich muss ja alle Musiker und die Kameraleute und
Jeder, der da so sein Herz reingesteckt hat, muss ich auch einen schenken. Also, ich fange jetzt an. Erding habe ich. Ich würde mal den Herren hier fragen, dass er mich ein bisschen dabei filmt. Und dann mache ich jetzt vor euch vielleicht kurz übernehmen. Dann unterschreibe ich hier schon mal ein paar. Und dann seht ihr, wie das dann zustande kommt. So. Also, wer über Mediamarkt bestellt, der bekommt die so unterschrieben. 500 gibt es davon. Und wer über Amazon woanders bestellt und das zum Konzert bringt, dann versuche ich das auch gerne zu unterschreiben. Aber so ein Buch mitschleppen ist nicht immer ideal. Dann, ich wünsche euch alle einen sehr schönen Tag. Ich habe hier noch einiges zu tun. Mir fällt wahrscheinlich später dann die Hand ab. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, weil es ist fantastisch geworden. Und die DVD sowieso, ich kenne die, ich habe ja alles gesehen. Aber das ist jetzt echt schön. Alles Gute euch. Jetzt muss ich das Ding greifen und auch ausstellen. So, schönen Tag euch. Ciao, ciao.